Ganz Deutschland im Lockdown. Die Therapiedienste Vollmerstein leider auch im Lockdown. Aber wir haben für euch natürlich einige Übungen vorbereitet. Meine Kollegin Sarah und ich werden euch ein bisschen durch den November begleiten. Viel Spaß dabei! Geht's los? Aufwärmen! TDV aktiv! Wir machen uns warm. Nicht jeder hat zu Hause einen Stepper, einen Hometrainer, einen Crosstrainer stehen. Von daher gibt es natürlich auch andere Möglichkeiten, wie man sich zu Hause so ein bisschen warm machen kann. Ganz einfache Version natürlich, wir gehen nur so ein bisschen auf der Stelle. Die Arme schwingen dabei ganz locker mit. Jeder für sich sein eigenes Tempo. Das geht natürlich auch ein bisschen intensiver. Wir fangen aber jeder für sich in dem eigenen Rhythmus an. Die Knie gehen dabei gegebenenfalls halt auch ein bisschen mit nach vorne oben. Dadurch haben wir die ganze Sache etwas intensiviert. Jeder für sich so 1 bis 2 Minuten, vielleicht auch 3. Jeder so, wie er mag. Ja, es geht noch weiter. Zweite Übung, Füße dazu hüftbreit, parallel, Arme leicht nach vorne gestreckt. Bauchmuskulatur anspannen, Po-Muskulatur anspannen und dann immer nur ganz leicht in die Kniebeuge gehen, langsam wieder nach oben. Leicht in die Kniebeuge, langsam wieder nach oben. Und nochmal in die Kniebeuge, langsam wieder nach oben. Auch hier haben wir wieder die Möglichkeit zu variieren. Jeder für sich 10 Wiederholungen, 20 Wiederholungen. Jeder auch so, wie er mag. Auf geht's! Jetzt können wir noch ein bisschen was für den Oberkörper machen. Und zwar einfach mal nur so ein bisschen wie gegen so einen Boxsack. Einfach ganz normal. Das kennen wir alle von der Kirmes. In diesem Jahr zwar leider nicht, aber im nächsten Jahr hoffentlich wieder. Und wir können vor den Boxsack hauen und genauso auch natürlich nach vorne. Das sind dann hier nochmal wieder die Möglichkeiten, wie wir auch ein bisschen den Oberkörper in Schwung bringen können. Aufwärmen beendet. Jetzt hat jeder hier ein paar Übungen bekommen, die er einfach nutzen kann, um das zu Hause auch so ein bisschen auszuführen. Wie gesagt, wer natürlich ein Rad hat, kann auch gerne das Rad nutzen, dann vielleicht so 5-6 Minuten einfach ganz locker bewegen. Oder wer die Möglichkeit hat, auch einfach Treppen steigen, rauf und runter, ist natürlich auch eine Möglichkeit. Das auf jeden Fall hier von uns TDV aktiv und demnächst dann mit neuen Übungen für Sie dabei. Dankeschön.